Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ark Survival Ascended. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's. Wir sind heute mal wieder im Eisbiom unterwegs und machen uns hier gleich auf die Suche nach Megatherien. Und wenn irgendwo ein schönes Mammut rumläuft, würde ich auch nicht nein sagen. Aber Megatherien stehen weiter oben auf der Liste. Da haben wir noch kein einziges gefunden. Und die können wir wirklich gut brauchen für den ersten Bosskampf gegen die Riesenspinne. Da sind die Megatherien einfach super. Deswegen werden wir uns da auf die Suche machen und gucken, dass wir vielleicht gleich mehrere finden. Wenn wir überhaupt erstmal eins finden, freue ich mich aber auch schon. Da unten sehe ich auch schon schleicht ein Mammut rum. Gucken wir gleich mal. Da schleichen sogar mehrere Mammuts rum, was die für ein Level haben. Ausgerüstet sind wir soweit gut. Wir haben 97 normale Darts dabei. Über 40 von den Quallengift-Darts. 150 normale Pfeile, Cryopods. Und im Argentavis ist sonst alles drin. Wir haben auf jeden Fall eine kleine Zehenfalle dabei, wo wir die Megatherien reinkriegen sollten und alles, was wir brauchen, um die zu füttern. Bisschen Honig habe ich dabei, weil ich meine, für die Megatherien war der Honig auch richtig, richtig gut. Und die anderen Sachen hier, gucken wir mal, was das Mammut am liebsten futtert. Mammut machen wir dann so, das passt natürlich nicht in den Zehenkäfig rein, aber die sind auch nicht so schnell, die können wir eigentlich so ganz gut abschießen, die Mammuts. Alles klar, also auf geht's mit unserem schönen Argentavis. Winterklamotten haben wir auch an. Und was mir als erstes mal wieder gerade auffällt, nachdem ich jetzt ein paar Tage keinen Ark gespielt habe und viel Palworld, wie wunderschön einfach Ark ist, Leute. Guckt euch das hier auch mal wieder an, selbst wenn hier gerade alles im dichten Nebel hängt. Es sieht so unglaublich gut aus und gerade auch das Schneebiom hier. Es gefällt mir so wahnsinnig gut, Leute. Kann man gar nicht oft genug sagen, wie wunderschön einfach Ark ist und wie es auch wirklich nach so einer kleinen Pause nochmal richtig auffällt. Hat er irgendwas platt gestampft oder was liegt da im Schnee? Oder ist es einfach, nee, ist einfach nur ein... Doch, der hat, was haben die denn hier? Ach, ein Pullover haben sie platt gemacht. Ein 35er Mammut? Nee, das ist nicht so interessant. Und ein 50er... Auch nicht. Dann lassen wir die beiden hier oben erstmal und hoffen, dass wir hier im dichten Nebel irgendwo mal ein schönes Megatherium finden können. Am besten an der Stelle, wo wir auch ein bisschen Platz haben, um eine Zehnfalle aufzubauen. So. Wir suchen einfach ganz, wir haben ja ganz gemütlich einfach jetzt ein bisschen hier rumgucken durch Schneebiom. Vielleicht haben wir Glück und es klart doch noch ein bisschen auf, dass wir nicht ganz den dichtesten Nebel hier haben, die dickste Suppe, dass man noch ein bisschen was sehen kann. Was ist das da unten? Was kämpft da? Irgendwas hat sich doch da gerade bewegt. Ach, es ist nur ein Pelagornis, der da gelandet ist. Okay, dann einmal hier, und auch hier gucke ich das mal an, Leute. Ich bin gerade wieder so umgehauen, wie schön dieses Spiel ist. Und vor allem gab es jetzt auch nochmal wieder ein, zwei kleine Updates und nochmal auch neue Grafikkartentreiber. Und seitdem läuft es auch nochmal wieder deutlich, deutlich besser. Selbst wenn wir hier die ganzen volumetrischen Wolken dann haben, die auch nochmal ein bisschen überarbeitet worden sind. Guckt euch die mal an. Man hat kaum noch dieses Kriseln drin. Und auch der Nebel. Einfach wahnsinnig schön. Eins der schönsten Spiele, das ich bis jetzt gespielt habe, muss ich einfach nochmal sagen. Und gerade, wie gesagt, nach den paar Tagen nicht zocken und Palworld spielen, auch wenn Palworld auch ein sehr schönes Spiel ist. Aber das hier ist nochmal eine ganz eigene Liga. Und ich muss auch echt sagen, also die geben sich doch mehr Mühe, als ich so gedacht hätte, Studio Wildcard. Also wenn man jetzt so an Survival Evolved zurückdenkt, da hat es lange gedauert, bis da wirklich mal ein paar Updates kamen, die sich auch um die Performance und Optimierung gekümmert haben. Aber hier kriegen sie es eigentlich ganz gut hin, die Fehler anzugehen. Ich meine, wir können ja mittlerweile auch diese, ne, haben wir schon die ganze Zeit jetzt diese Foliage und Fluid Interaction, das ist Wasser, dass wir unter Wasser diese schönen Blasen durch uns herziehen und so, dass das nochmal doppelt so cool aussieht und auch wenn wir durch die Bäume durchfliegen. Und das läuft alles gut. Wir hatten ja auch in der ganzen Zeit, muss man ja auch sagen, nicht einen einzigen Absturz. Wir hatten zwar ein paar Fast-Abstürze, aber keinen kompletten Absturz. Und auch offscreen ist mir das Spiel in der ganzen Zeit vielleicht dreimal abgeschmitten. Ich habe keinen Monster-PC oder so. Wichtig ist halt nur, dass man Ark auf einer SSD installiert. Also auf einer HDD kann man das nicht spielen, kann man vergessen. Gilt eigentlich für alle modernen Spiele von heute mit guter Grafik. Auf einer HDD kann man es einfach nicht spielen. Kannst du den dicksten Rechner haben, könntest du eine 4090 haben, den dicksten Prozessor und auch guten Arbeitsspeicher. Packst das Spiel auf eine HDD, läuft nicht. So ähnlich wie mit Cyberpunk oder Starfield kann man auf einer HDD auch nicht spielen. Das heißt, das muss auf eine SSD-Festplatte. SSD-Festplatte ist auch der einzige Grund, warum überhaupt Konsolen diese Spiele abspielen können. Ohne SSD könnte man das vergessen. So, ach, guck mal Leute, auch hier, wie geil das aussieht. Ich bin gerade wieder so umgehauen. Was jetzt noch so richtig, was mich jetzt noch so richtig umhauen würde, wäre jetzt ein schönes 150er Megatherium, was hier jetzt bitte irgendwo durch den Wald, durch den Nebel schleicht. Oh, super. Hier eine Basis oben drüber. Hätte was. Bin gerade sowas von begeistert von dieser wunderschönen Winterlandschaft. So, okay, super. Weiter kann natürlich sein, dass wir die ganze Folge auch wirklich hier rumfliegen und kein einziges Megatherium finden. Aber das ist halt auch dann Ark. Es gehört dazu. Jeder, der Ark kennt, weiß, dass man sucht immer gerne mal seine Tierchen. Drei Folgen lang, bevor man endlich mal eins findet.
hier läuft jetzt irgendwie auch gerade gar nichts rum, ne? Ich weiß schon, was uns gleich als erstes findet. Wir werden kaum irgendwo zu nah am Boden vorbeifliegen, dann werden wir erstmal von einem Pullover von unserem Vogel runtergerissen. Wahrscheinlich finden wir wirklich zuerst mal ein nerviges Pullover, bevor wir was anderes finden. Finde ich echt schade, dass man die gar nicht tragen kann, die kleinen Viecher. Weil dann könnte man so eins natürlich auch mal mitnehmen. Ansonsten ist das nicht so das Tier, was mich unbedingt interessiert, ein Pullover. So, hier, ich wollte sagen, so, ihr lieben Wintertiere, wo ist denn mal eins von euch? Was bist du denn? Level 20 Mammut, nee. Lass mal. Level 20 Mammut brauchen wir nicht. Megatherium nehmen wir alles ab, weiß ich nicht. Sagen wir alles ab Level 100, weil wir wirklich selten welche finden. Und so vom Gefühl her würde ich fast sagen, da haben wir ja am Redwood mehr gesehen als hier, obwohl das hier eigentlich wirklich das Megatherium-Gebiet ist. Sind wir? Kommen wir schon wieder ein bisschen raus aus dem... Oh ja. Einmal umdrehen. Bin schon wieder am Rand vom Schneebiom. Ich glaube, hier ist es einfach immer neblig. Wahrscheinlich wegen dem... Weil es hier auch so Schneegriesel ist. Da kann man machen, was man will. Wir hatten ja noch nicht einmal richtig klares Wetter im Schneebiom. Es war immer alles so leicht diesig hier. Ah, ich höre was grunzen. Was grunzt? Wer grunzt, wo grunzt es? Hier, ich hör's doch. Irgendwas macht doch hier Geräusche. Hm? Hat sich doch angehört wie ein Mammut hier gerade. Wo ist es? Ist ja nicht so klein, dass es sich irgendwo im Gebüsch verstecken könnte. Ich seh nix. Ach nee, das war der Hirsch hier. Du warst das. Hirschi. Dann mal ein Level her, Level 10. Hm. Was ist denn hier los? Nur so Low-Level-Tiere unterwegs. Ja, ja, ist gut. Ich hab dich gesehen, Hirsch. Du bist Level 10. Du kannst da weiter rumhirschen. Hier wäre gut. Wenn hier in der Nähe eins wäre, wäre es super. Hier könnten wir super unsere Zehnfalle hinstellen. Wieder ein paar Wolfsrudel, das mit dem Agi prügelt. Aber Wölfe suchen wir jetzt erstmal nicht da. Wir haben genug Wölfe. Wir müssen eigentlich nur anfangen zu züchten mit den Wölfen. Unsere Pärchen haben wir zusammen. So, Spiel, Megatherium bitte. Ein schönes Level 150er. Level 130er nehmen wir auch. Oh. Wölfe brauchen wir nicht, haben wir gerade gesagt. Schon gibt es das Spiel ein paar Wölfe. Wenn nicht, gucken wir auf jeden Fall am Strand nochmal, damit wir überhaupt irgendwas zähmen. Gucken wir gleich nochmal am Strand, dass wir vielleicht dann da irgendwo... Ah! Megatherium! Dass wir da vielleicht irgendwo einen Mammut finden. So, du bist es jetzt. Ich sehe das von hier. Naja, die 100 fehlt, Level 35. Nur so knappe 100 Level dran vorbei an dem, was wir suchen. Aber wenigstens haben wir überhaupt mal eins gesehen. Oh, warte mal. Hier war bestimmt ein Explorer da. Oh, Juti. Oh, und Juti wäre natürlich auch cool. Oh, ich glaube, wir erweitern gerade mal was versuchen. Auch nochmal auf Juti. Level 20er. Die Karte super. Der Kano ist natürlich wieder Level 85. Das sieht auch mal wieder gerade so geil aus hier, Leute. Wie das mit dem Eis unter Wasser hier so ein bisschen. Super, super gemacht. So, Juti, du bist dann also auch nichts für uns. Mit Level 20. Da gucken wir mal hier unten. Vielleicht läuft hier am Strand ein Mammut rum. Das war uns mal nebenbei schon. Also sind jetzt hier Raptoren unterwegs? Tatsächlich, seit wann sind hier denn Raptoren unterwegs? Vielleicht so viele? Na gut, Raptoren haben wir auch genug. Die räumen wir mal alle weg, dass hier am Strand ein bisschen frei ist. So. Oh. Oh, Alus! Oh, hier gibt es sogar Alus! Ach ja, stimmt, das war ja genau die Ecke, wo immer viele rumgelaufen sind. Auch in Survival Evolved. Hier war ja mal alles voll eigentlich. Oh, die sehen doch alle richtig gut aus. Zeig mal her. Level 55. Level 15. Level 5. Ah, da natürlich nichts. Der sieht schön aus. Egal, die Futter mal weg.
Die haben eine unglaublich hohe. Da drüben ist sogar noch ein Rex, habe ich gerade richtig gesehen. Ja, kommt erstmal ein Rex angewackelt. So, komm mal her hier. Ich glaube, ich habe gerade einen Pinguin gehört. Ah, jetzt haben sie. Ah, er hat es erwischt, ja. Mit seinem Blutungsschaden. Das ist echt schön, ne? So, Rexy, was bist du? Wir suchen ja auch noch ein Rexweibchen. Mal kurz warten, bis die Blutung vorbei ist. Zeig mal her. Hau nicht ab. Du bist. Bist zwar ein Weibchen, aber nur Level 50. Nee. Da müssen wir vielleicht doch nochmal an der Fleischfresserinsel dann unser Glück versuchen. Da spawnen einfach mehr Rexe rein und das spawnen sie auch schneller nach. Juti hier unten nochmal. 85er. Ein 85er. Könnten wir eigentlich mitnehmen. Juti ist ja nicht hauptsächlich zum Kämpfen da. Ist ja hauptsächlich zum Buffen da. Als Support-Dino. Das heißt, der ist auch mit Level 85 schon ganz okay. Jetzt haben wir natürlich keinen. Oh gut, können wir ja eben mal schnell holen. Prime Meat. Können ja den Rex wegknuspern. Habe ich die Alus eigentlich alle aufgeknuspert? Nee, ne? Oder? Gaben die Alus auch? Haben wir Prime Meat bekommen? Jetzt haben wir kurz her. Naja, vier. Vier Prime Meat. Das wird für den Juti nicht reichen. Aber wir können ja versuchen, den Rex hier vorne eben nochmal zu holen. Weil dann können wir... Ja, doch, das riskieren wir. Wir stellen dann die Falle auf und locken den da rein. Nach Möglichkeit alleine. Wenn der Kano mitläuft, ist auch nicht schlimm. Dann machen wir den Kano weg danach, sobald wir den Juti in der Falle drin haben. Und holen uns erstmal einen Juti. War das ja auch arg. Man hat einen Plan und der wird dann mal eben schnell über den Haufen geworfen. Weil man einen anderen Dino findet, als man eigentlich sucht. Aber einen, den man dann auch braucht. So, fall mal um. Level 50 Rex. Gib uns mal dein Prime Meat. Ja, jetzt haben wir 15 Prime. Das könnte reichen. So, lass uns mal hier kurz hin. Und gucken, dass wir hier vorne... Wo ist denn der Juti jetzt? Da hinten, ne? Da drüben rennt er. Okay, dann lass uns mal hier schnell... unsere Zähmfalle hinzimmern. Ah, warte mal, das ist ein bisschen zu nah dran. Der kommt uns rübergerannt. Wir stellen die dann lieber hier hin. Ach, guck mal, da liegt ja noch der Rest von dem anderen Alu. Den holen wir uns auch noch kurz. Dann holen wir uns erstmal einen Juti, wenn kein Megatherium kommt. Und auch kein Mammut. So, nochmal 5 Prime Meat dazu. Das dürfte passen. Alles klar, runter hier. So, gib mir 10 Käfig. Hoffentlich können wir alles tragen. Das. Mehr brauchen wir nicht. Oh, können uns gerade noch bewegen. Passt. So. Ja. Da drüben stehen sie alle. Dann bauen wir das mal genau in die Richtung ausgerichtet auf. 2, 3, 4, 5, 6. Der guckt hier schon genau rüber. Ja, ist gleich fertig. Kannst gleich rüber in die Falle. Ich baue die kurz auf. Dann kannst du hier rüberkommen. So, da müssen keine Türen rein. Hier schon. Zap. Nee, das war nicht ganz. Oh, er kommt. Ich glaube, er kommt hierher. Oder wo ist er? Ah, er macht auf jeden Fall irgendwas da, was mir nicht gefällt gerade. Schnappt ihr das? So, wir brauchen auf jeden Fall doppelte Wandhöhe für den Juti. Zack. Passt. Da ist alles dicht. Hier vorne noch 2 drauf. Passt. Irgendwo habe ich eine Wand vergessen. Da an der Ecke. So, Steinsäulen rein für die Rampen. Und dann... Ja... Ich hätte, glaube ich, sogar gereicht, wenn wir das auf eine Wandhöhe von 1 machen würden, oder? Da kommt der Juti auch nicht raus, ne? Warte mal, das reicht doch, wenn wir das eine Wand... Also zumindest hier vorne, wo die Rampe rankommt. Ich glaube, der ist klein genug, der passt auch nicht über eine Wandhöhe von 1 raus. Die Säule auch mal weg. Ich beiß uns nicht gleich in den Hintern jetzt. Ne, der ist noch da hinten, okay. Dann können wir nämlich auch die flachere Rampe anlegen, mit einem flacheren Winkel. Hier, die hier... Kommen die Tierchen besser raufgelaufen? Nein! Ah, naja, geht auch. So. 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 Ja, ist eine super Juti-Falle. Da kriegen wir den rein. Gezogen. Alles klar, komm her, Agi. Ich muss mal gerade nebenbei kurz mal einen Schluck Kaffee nehmen. Ah,
Ist schon kalt geworden. Aber schmeckt noch. Okay, alles klar. Da hinten ist er. Oh nee, hat er einen Rudel Wölfe? Nee, ist auch noch ein Dings dabei, ein Heilschwein. Nee, ne? Müssen dem helfen. Gegen Rudel Wölfe kann er verlieren. Der sieht auch schon zerfressen aus. Ist auch ein olles Heilschwein dabei. Brauchen wir übrigens auch noch. Komm, friss einen Wolf, Juti. Dann bist du geheilt. Kommst du her jetzt hier, oller Wolf? Ich glaube, er hat einen gefressen, ne? Er sieht schon wieder ein bisschen gesünder aus. Ah! Was macht denn jetzt hier noch ein Alpha-Kano? Warum? Alpha-Kano. Mit Zero Level 45. Dann sollten wir eigentlich recht schnell futtern können. Ja, er sieht doch schon mitgenommen aus. Komm. Was sagt unsere Ausdauer? Wir sind ja gerade erst losgeflogen. Passt. So. Komm, weg mit dir. Das wäre jetzt dabei wirklich gewesen. Alles vorbereitet, dann wird der Jute hier direkt vor der Nase von so einem Wolfsrudel zerfleddert. Mit ein paar Heilschweinen dabei. Mann, Kano! Fall doch mal um! Mal bremsen. Unser Jute lebt noch. Nur was kühlt er sich jetzt? Er hat den letzten Wolf erwischt. Sehr gut. Ich glaube, er ist alleine. Er hat keine Kanos mehr dabei, außer jetzt den Alpha-Kano hier. Oh, nein, nein, nein! Wir sind gefiert. Mist. Ah, Mist. Fliegen wir wieder sonst wohin. Dim, dim. Oh, und auch noch über 10 Sekunden gefiert. Nun können wir genug Ausdauer, dann kann uns das relativ egal sein. Fliegen wir halt nur kurz ein bisschen durch die Gegend. Unkontrolliert. So, ich hoffe, der Juti prügelt sich jetzt nicht auch noch mit dem Alpha-Kano oder sowas. Nee, er ist hierher gekommen. Oh, das ist gut. Lass mal kurz zwischenlanden. Wir brauchen ein bisschen Ausdauer nochmal ganz kurz. Und dann... Ah, jetzt rennt er natürlich genau da, dass er an unserer Falle schon vorbeigelaufen ist. Ich muss sagen, der Alpha-Kano kommt mit Sicherheit jetzt rüber. Kommt er auch. Ganz gemütlich gepaddelt. Na, komm her. Dann machen wir dich jetzt erstmal weg hier. Sicher ist sicher. Aber nicht im Wasser. Weil wenn der uns einmal runterdrückt, dann steigen wir ab. Problem ist auch wieder, man sieht gar nicht, wie angeschlagen der schon ist, weil der so rot ist. Kann man gar nicht erkennen, ob der schon blutet wenigstens. Ich glaube, aber ein bisschen zerfleddert haben wir ihn schon. Und die heilen sich ja nicht hoch. Die können ja so viel fressen, wie sie wollen. Die können nicht durch Futtern heilen, die Alphas. Ist auch sehr angenehm. Sonst wäre es wirklich zu viel des Guten. Ja, der ist umgefallen. Da haben wir ihn. So, Juti. Und sei mal ein Juter Juti und komm mal hierher. Was hast du denn jetzt schon wieder angenagt? Hier hat schon wieder sein... So. Komm mal wieder mit. Komm mal hier lang. Oh, da könnte sein, dass er... Oh nein! Ah, Mist. Wieder gefiert. Erstmal ein Angstköttel fallen lassen, unser Agent Davis. So. Ja, wir müssen ihn erstmal wieder ein bisschen da wegziehen, dass wir ihn von der richtigen Seite auf die Falle zulocken können. Und dann hoffen wir, dass er drin stecken bleibt. So, sieht aber eigentlich an sich schon mal ganz gut aus, wo er jetzt ist. Er ist schon auf der richtigen Seite. So. Komm mal her. Ja, hier lang. Schön hier lang. Du Ranzvieh, du. Komm her jetzt hier. Mal deinen neuen Hilfskanu wegmachen hier. Ich glaube, die Falle ist zu klein, Leute, für den Juti. Er ist zumindest drin. Er ist zumindest schon mal drin. Zur Not. Ja, genau, zur Not. Schnell. Ja, 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 noch eine Wand daneben. Komm, 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 komm. Ja! Ha, der ist da drin. Alles klar, den haben wir. Oh, gut, Leute, wir haben Juti in der Falle. Mal kurz den Kano wegmachen. Komm her, Kano. Au. Trotzdem nochmal gefiert, selbst aus der Falle raus. Okay, wenn wir den gleich haben, den Kano, dann
Würde ich fast sagen, wir machen die beiden Argentavis, die hier vorne so nah dran sind, auch noch weg, damit sich bloß nichts einmischt. Und dann können wir in Ruhe anfangen, den zu betäuben. Nehmen wir gleich die Quallengift-Darts. Da sollte man nicht so viele brauchen. Der ist ja nur Level 85. Ja, guck mal, jetzt kommt schon der eine AG hierher. Du bist zwar nebenbei mal bemerkt schön, aber du musst trotzdem weg. Ich finde diesen zugezogenen Himmel in dem Spiel so schön. Selbst wenn die Wolken so ein bisschen kriseln, das sieht so gut aus. Deswegen lasse ich das auch immer an. So, also habe ich die ganze Zeit angelassen, die Wolken. Auch wenn es am Anfang ein bisschen Performance gekostet hat. Mittlerweile läuft es ja wirklich gut. Weil das so viel zur Atmosphäre beiträgt, die Wolken und der Nebel. So, Kano, wo bist du? Er bleibt hier ganz treu bei seinem Duty stehen. Komm mit, komm. Komm, komm. Wo ist er hin? Da. So, haben wir. Alles klar, Leute. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Der hockt da drin. Den anderen Agi da hinten lassen wir mal. So, solange wir nicht so nah dran sind, kann er so viel brüllen, wie er will. Dann reicht's nicht. Kann er uns nicht erreichen. Hopp. So, ganz kurz gucken. Wir haben jede Menge Kram schon in der Tasche, die wir nicht brauchen. Zack. So, Flinte raus. Die Super Shock Darts raus. Und dann kriegt er mal ein paar ab. Zack. Was? Wer? Ach, ich weiß nicht, was kommt jetzt? Ein Pelagornis. Bleib da mal schön drin stecken, Kollege Yuki. Die sehen auch cool aus, ne? Die sind, das sind auch schon coole Dinos. Natürlich kann er auch kämpfen, so ein Yuki-Tyrannus, aber ne, ist hauptsächlich halt wirklich zum Buffen. Für die Bosskämpfe, dass man einen Yuki dabei hat, ein Heilschwein und den Rest seine Kampftiere. So, wir hatten 43 von denen dabei, ne? Haben wir ihm gleich 10 von den Super Quallen-Darts verpasst. Zack. Mehr als 15 oder 20 sollten wir aber eigentlich nicht brauchen für den, von den Super Darts. Ich glaube, er ist jetzt auch schon langsam im Fluchtmodus. Ja, sieht so aus. Können wir uns mal ein bisschen näher ranwagen, weil dann brüllt er eigentlich auch nicht mehr, wenn er abhaut. Ah, Mist. Ach, du Ranzvieh. Das sind die teuersten Darts. Kannst du mal stehen bleiben? Zack. Nicht brüllen jetzt hier. Du bist schon im Fluchtmodus. Okay, wir haben gleich 20 Quallengift-Darts für den gebraucht. Ein cooles Vieh. Nein! Aber auch ein bisschen ranzig mit seinem Rumgezappel. So. Jetzt haben wir ihm schon 20 Pfeile reingenagelt. Darf ich gleich mal mit der Lupe ran? Ja, komm, ich geh mal mit der Lupe rein. Ich will mal wissen, wie viel Torpor der hat. Was haben wir denn schon geschafft? Ich glaube, er ist fast fertig. Ein Schuss müsste es noch sein jetzt, so wie es aussieht. Okay. Komm. Leg dich hin. Ja! Sehr schön. Einmal komplett rausgefallen aus der Falle. Aber passt. Okay. Unser Yuti liegt. Was haben wir da drüben? Ja, das ist falsch. Guck mal damit. Ach, ich dachte, da steht ein Mammut in der Ecke. Ist nur ein Stein. Mammut im Gebüsch. Okay, Leute. Yuti liegt. Wie gut. Gucken, der wird... Was hat denn der an Torpor? Okay, okay. 9000 Torpor. Uns geht recht schnell runter. Hungrig wird da aber auch einigermaßen. Außer mal genug dabei an Narkos, oder? Wo habe ich die? Die habe ich im Vogel gelassen, ne? Können ihn auf jeden Fall nachbetäuben. Ah, das hat schon viel mehr Darts gekostet, als ich dachte. Lass mal gleich den ganzen Schrott hier nebenbei wieder rausschmeißen. Das wollen wir nicht. Die ganzen... Warum man da aus diesen ganzen Viechern immer noch diese elenden, einfachen Steinwerkzeuge rauskriegt.
Zack, zack, zack. Die. Ja, nimm mal mit rüber. Das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht, das nicht, das nicht. Ja, Leder. Ich glaube, wir haben zu Hause 8000 oder 9000 Leder im Schrank. Das brauchen wir auf jeden Fall alles nicht. Was haben wir hier? Das können wir behalten. Davon haben wir auch nicht so viel. Das raus, das raus, das raus. Schrott raus, den. Oh, hallo? Du bist doch besser als die, die wir haben, oder? 100. Ja, nee, warte mal. 170. Ja, aber sowas von. So, dann heben wir die aber auf. Die kann raus. Das ist unsere Rüstung. Das kann doch raus. Alpha Kano Armor haben wir, glaube ich, auch schon. Weiß ich nicht, wie viel. Schmeiß weg. So. Sieht gut aus. Hier haben wir noch ein bisschen Rotz drin, der raus kann. So. Okay. Super. Das passt. Das passt. Gib mal das rüber. Gib mal Prime Meat rüber. Stopfen wir dem schon mal was rein hier. Komm her. Einmal den, einmal den. Wie viel macht das? Na gut, der muss so sechsmal muss er fressen. Frisst, glaube ich, immer bei 50, ne? Ah, das passt. Ich glaube, den brauchen wir gar nicht nachbetäuben. Alles klar, was haben wir hier? Den brauchen wir eigentlich auch nicht. Raus mit dem gammligen Bogen. So, den Rest behalten wir. Alles klar, super. Zwar was ganz anderes als geplant, aber immerhin auch ein guter Dino. Schmeiß das mal wieder hier rein, Bauteil hier rein. Auf die ganze Rüstung kann ich auch mal der Agi tragen. Sparen wir noch ein bisschen Gewicht. Das kannst du auch rübernehmen. Alles klar, super. Der braucht eine Weile, wir haben ihn ja im Auge. Fliegen wir nochmal ein Stück hier hoch und gucken, ob vielleicht irgendwo hier unten am Strand jetzt noch ein Mammut rumläuft. Oder vielleicht hier auch ein Heilschwein. Schönes Dedon. Oder hier, Woolly Rhino hätte ich natürlich auch noch gerne. Level. Was? Sag mal, ihr seid ja friedlich, ne? Level 90. Oh, wäre eigentlich auch schon ganz cool. Aber für das brauchen wir auch eine Falle. Das rennt uns... Heilschwein. Hallo, Heilschwein. Oh, Level 5. So ein schönes von der Farbe wieder. Natürlich ist das nur Level 5. Und du? Das ist Level 30. Den nehmen wir auch mal weg. Gucken wir uns das Mammut gleich mal an. Ihr müsst auch weg. Für den Fall, dass wir hier gleich landen wollen. Einmal du. Wo ist der andere hin? Ah, da. Da ist ein Wolf. Da ist der andere Säbelzahntiger. Also hier waren noch zwei Säbelzahntiger gerade. Na, lass mal anhalten. So. Ups, haben wir dich auch. Wo ist Mammut jetzt hin? War doch gerade noch hier. Mammut, wo bist du jetzt hin? So schnell. Vorne ist das... Ach, da. Nee. Hm? Ach, da. Da ist es. Zeig mal her. Du bist Level... 15. Warum sind die... Schönes Mal. Aber die sind alle so low hier vom Level. Machen wir auch mal weg, damit was Neues nachspawnen kann. Ja, ein bisschen Primate und Pelz. Nichts zu hören, nichts zu sehen. Unser Juti hat schon ein zweites Mal gefuttert. Sehr schön. So, und gucken wir hier noch ein Stück lang. Ah, ich höre doch schon wieder was. Megatherium. Level 45. Nee. Oh, 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 oh. Er hat aus Versehen Käfer verschluckt. Dann dreht er durch. Dann dreht er durch. So. Was auch mal cool wäre hier, wenn wir mal endlich ein Schaf finden würden. Ein Ovis. Am besten gleich zwei. Weil die sind ja so selten. Was ist das denn? So ein Pullovia? Nee, ist ein Säbelzahntiger. 50.
Und hier haben wir noch eine ganze Horde Heilschweine. Level 15. Und noch was andere. Da sind gleich drei. Und hier ist noch ein Wollnashorn dabei. Alles so niedrig vom Level. Oh, jetzt zieht gerade richtig zu. Einmal raus aus der dicken Suppe. So, hast du dich beruhigt? Ne, der ist noch immer im Agro-Modus. Immer noch einen roten Nebel im Kopf. Ah, unser Juti hat schon ein drittes Mal gefressen. Nee, wahrscheinlich schon ein viertes Mal schon gefressen. Ja, der ist schon bei 70%. Zweimal muss er noch fressen. Geht recht schnell. Und es hat kaum was an Torpor verloren. Alles klar, dann bleiben wir jetzt erstmal hier neben... Ja, ja, hallo. Wo kommen Sie denn her? 15. Mann, Mammut. Hab doch mal vernünftiges Level. Opf. Au, eieiei. Ich hab fast den Grund im Boden gestampft. Ups. Haben wir. So. Na komm, fliegen wir noch einmal ein kleines Stück hier lang. Gucken wir auf dem Stück nochmal. Kollege Mammut, zeig her. Wollte nichts essen, aber vom ist ruhig was. Und Level 50. Und was prügelt er sich da? Mit dem Heilschwein Level 35. Jetzt hat es auch noch das Mammut erwischt. Na, soll die unter sich ausmachen. Noch eins. Gegen was kämpfst du? Hat schon verloren. Zwei Wölfe. Level 70. Nee. Ja, Wölfe brauchen wir eigentlich sowieso nicht mehr. Da können wir anfangen zu züchten. Dann haben wir richtig gut. Wir haben jetzt schon richtig gute Wölfe. Wenn wir also anfangen zu züchten, dann haben wir richtig, richtig gute Wölfe. Okay, rüber zum Juti, bevor er das letzte Mal frisst, dass wir einmal daneben stehen. Und den gleich in Cryopod reinschmeißen. Da ist noch ein Mammut. Moment, sind hier zwei Mammuts. Level 55, Level 20 und Level 35. Level 75er Heilschwein? Ja, nee, lass mal. Lass mal. Schweinchen kann ruhig vom Level richtig gut sein. Da können wir mal gucken, dass wir eins finden, was richtig schön hoch ist vom Level. Weil das können wir einfach in die 10 Falle rüberschleppen. So, weg mit dir jetzt schnell zum Juti. Plus 42 Level. Ist doch ganz okay. Ist auf jeden Fall okay. Zack. So. Mal ganz kurz. Oh, nee, das war der falsche. Obwohl, nee, geht auch so. Mal ganz kurz hier ein Foto machen von unserem Juti, wie er hier liegt. Einmal so. Gut, genau der Schatten drauf jetzt. Aber egal. Wir machen mal hier so ein Juti-Foto. Ein Jutes Juti-Foto. Wie er da an der Falle hängt. Foto. Komm, einmal futtern noch. Wie viel Hunger hast du? Ja, ist gleich schon 40 Hunger. Noch einmal runter. Die 10 Punkte, dann haben wir an. Sehr cool. Hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt, hierher zu kommen. Für den Juti. Auch wenn es jetzt kein Megatherion war und auch noch kein Mammut. Aber Juti ist auch super. Du warst das Level... Was war das? Level 85, 95? Ach so. Kannst du so viel gucken, wie du willst, wenn das hat. Auch Level 90. Ah! Ja, super. Wir haben unseren Juti... Alles klar. Gleich mal nicht folgen. Passiv und dann darfst du rein. Hallo? Cryopod? Ach, sehr schön. Geht doch. Okay, die Falle. Müssen wir erstmal wieder aufmachen, hier die Tür. Können wir die vielleicht erstmal einen Moment noch hier stehen lassen. Auf jeden Fall können wir hier noch einen Dedon reinschmeißen, falls wir eins finden. Oder so ein Wollnashorn hier reinlocken. Aber ihr Lieben, das machen wir nicht mehr in dieser Folge. Wenn ich so auf die Uhr gucke, müssen wir langsam zum Ende dieser Folge kommen.
War auf jeden Fall sehr erfolgreich. Auch wenn es jetzt nicht das geworden ist, was ich eigentlich gerne gehabt hätte. Aber ein U-Tyrannus ist auch immer super. Brauchen wir auf jeden Fall auch für die Bosskämpfe. Also, hat sich gelohnt. Ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.